Hallo und herzlich willkommen hier zur allerersten Folge der BVB-Karriere. Denn in der heutigen Folge werden wir erstmal auf die Ratings reagieren des BVBs und uns schon mal etwas den Kader anschauen. Denn ich habe es ja vorhin auch schon mit dem FC Bayern gemacht, wie gesagt, auf die Spieler zu reagieren. Deswegen machen wir das jetzt nochmal, diesmal mit dem BVB, zusammen mit dem FC Bayern, wie gesagt, mein Lieblingsclub. Wir fangen an mit Daniel Malen und ich finde, eine 80 ist ein bisschen zu wenig. Und ja, 90 Tempo natürlich, er ist relativ schnell, ungefähr genauso schnell wie sein Sturmkollege, finde ich. Und ja, so eine 83 würde ich ihm geben. Ich versuche mich übrigens etwas kurz zu fassen, damit wir in die heutige Folge wirklich noch ein bisschen was reinkriegen, auch in die Karriere. Wegen der Karriere. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt mit den selbstgezockten Spielen mache, weil ich würde schon gern auch ein paar Spiele noch selbst spielen. Allerdings kann ich die ja nicht zusammenschneiden, schneiden. Und das würde dann halt sehr, sehr lange dauern, ein so ein Spiel. Vielleicht machen wir einfach nur alle paar Folgen ein Spiel, nur so bei wichtigen Sachen wie DFB-Pokal, Halbfinale oder Finale oder Supercup gegen die Bayern. Kommt ja schon am Anfang. Wird auf jeden Fall selbst gezockt in der zweiten Folge. Aber jetzt hier weiter zur Mannschaft. Erling Haaland, mein absoluter Lieblingsspieler mit riesengroßem Abstand. Und eine 88 finde ich bei ihm vollkommen in Ordnung. Man hätte ihm vielleicht sogar noch eine 89 geben können. Werte absolut OP natürlich. Aber ich finde es in Ordnung. Marco Reus, der Spielmacher des BVBs. Ich finde 85 zu wenig. Ich habe mir nämlich schon damals gedacht, als Jadon Sancho noch beim BVB gespielt hat, habe ich glaube ich auch in dem Video von damals erzählt, dass ich Haaland und Sancho auf einer 88 sehe und Reus und Hummels auf einer 87. Und ja, ich finde 85 zu wenig. Wie gesagt, so eine 87 Werte gehen okay. Er ist vom Tempo einfach jetzt auch irgendwie 8 oder 9 Punkte nach unten gegangen. Ich verstehe es nicht. Aber weiter geht's mit Giovanni Reyna. Auch einer meiner Lieblingsspieler in der Realität. Ich hatte ihn mal in FIFA Mobile auf dem iPad. Und da ist er sowas von ausgerastet. Der hat in jeder Partie irgendwie so locker 5 Tore geschossen. Und das, obwohl er gerade mal auf einer 75 war und die Spieler um ihn rum so bei einer 80 oder so. Aber der war so geisteskrank gut. In der Realität, ich sehe eine 77. Ja, finde ich eigentlich vollkommen okay. 74 passen, 71 schießen, sollte beides noch ein bisschen höher. Denn er hat ja in der letzten Saison irgendwie 7 oder 8 Vorlagen in so 15 Spielen gegeben. Was schon echt stark ist. Dann Jude Bellingham. Ich sehe keine 79 bei ihm. Ich sehe nicht, dass er besser ist als Giovanni Reyna. Er hätte natürlich im Champions League, ich glaube, Viertelfinale war es oder Achtelfinale, hätte er fast das entscheidende Tor geschossen. Allerdings wurde das einfach als faul gewertet. Habe ich, glaube ich, auch schon öfters drüber geredet. Aber 79 finde ich viel zu viel. Ich finde Reyna deutlich besser als Bellingham. Ist aber nichtsdestotrotz ein großes Talent natürlich. Aber ich finde, so eine 74er Gesamtstärke würde bei ihm eher passen. Dann machen wir weiter mit Mahmoud Dahoud, wenn ich auf ihn raufkomme. So, genau die gleiche Gesamtstärke wie letztes Jahr sehe ich bei ihm. Ich finde, er ist so der vierte Spielmacher des BVBs. Nach Reus, Reyna und Witzel. Dann finde ich in Ordnung die Gesamtstärke. Vielleicht eher eine 80 noch. Rafael Guerreiro. Ich mag ihn sehr, 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 sehr gerne. Ich finde 74 viel zu wenig. Also so nach Reus, Hummels, Haaland, der mit Abstand der beste Spieler beim BVB. Mit großem Abstand. Vor allem 77 schießen. Ja, mit dem Wert könnte er halt hier auch noch im Sturm spielen, ne? Mit dem 77 schießen Wert. Auch erst vor kurzer Zeit ein absolutes Traumtor geschossen. Ich finde es eigentlich in Ordnung. 85. Ja, würde ich besser finden. Hummels, richtig starke EM gespielt, finde ich. Man sieht es bei 89 Defensive und 87, 88 hätte ich bei ihm besser gefunden.
Weiter geht's mit Manuel Akanji. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, habe ich nur einmal spielen sehen. Ich finde, dafür ist eine 80 in Ordnung. Meunier sehe ich ähnlich. Kobel, auf ihn bin ich sehr, sehr gehypt. Denn er hat es beim VfB Stuttgart eigentlich gut gespielt. Ne? Und es könnte sein, dass der BVB jetzt endlich einen neuen, richtig guten Torhüter hat. Und das muss er dann halt auf dem Platz zeigen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich finde, 79 ist okay. Dann Steffen Tigges mag ich auch sehr, sehr gerne. 66 ist so viel zu wenig für ihn. 72, 73, gib ihm. Das ist ihm gegönnt. Dann Axel Witzel, eben angesprochen, hätte noch ein bisschen mehr passen verdient vielleicht. Aber auch mit 81 passen ist alles vollkommen gut. Und 83 finde ich auch in Ordnung bei ihm. Und Thorgan Hazard. Ich finde tatsächlich, eine 81 hätte besser gepasst. Denn er hat in der letzten Saison jetzt nicht so gut gespielt und auch nicht so viel. Dann weiter geht's mit Emre Can, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich habe noch nie verstanden, warum Emre Can so viel Physis hat. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass er so oft Zweikämpfe macht. Und ja, 82 ist in Ordnung. Ich verstehe auch nicht, warum ein Innenverteidiger nicht seine erste Position ist. Denn er hat ja fast nur Innenverteidiger gespielt in der letzten Saison. Mal weiter geht's mit Marvin Hitz. Ich weiß sowieso nicht, wer jetzt der beste Torhüter bei Dings ist, bei Dortmund. Kobel, Hitz oder hier unten, wo ist er? Hier Roman Bürki. Ich finde alle ungefähr auf einem Level. Alle vielleicht eher eine 80, Hitz vielleicht noch eher eine 79. Dann Nico Schulz war mal absolut geisteskrank gut, hat seitdem aber wieder extrem viel abgebaut. Also so vor 3-4 Jahren hätte ich gesagt, gib ihm eine 85, gib ihm eine 90, aber jetzt 77, ich würde ihm sogar noch weniger geben. Dann weiter geht es mit Julian Brandt. Und eine 81 finde ich bei ihm auch viel zu wenig. Ich finde, er ist nicht so ein Spielmacher-ZOM, sondern eher so ein Torschütze-ZOM. Ja, war jetzt vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt, aber ich finde, er ist eher der Schütze als der Vorleger. Und eine 83, 84 hätte ich ihm auch noch gegeben. Aber ich sehe irgendwo auch die 81. Ansgar Knauf, also jetzt kommen leider ein paar doofe Sachen. Ansgar Knauf habe ich nicht spielen sehen. Paslak habe ich nicht spielen sehen. Reinier habe ich nicht spielen sehen. Thomas Delaney, 81 ist eigentlich noch in Ordnung, finde ich. Und dazu zu sagen ist jetzt ja auch, dass Dortmund jetzt endlich die zweite Mannschaft im Spiel hat. Und ja, wollte ich nur mal kurz erwähnen. Collins habe ich noch nie spielen sehen. Koulibaly habe ich noch nie spielen sehen. Moonway habe ich schon spielen sehen, aber auch nur einmal. Und ja, da fand ich ihn nicht gut. Wurde, glaube ich, auch direkt wieder ausgewechselt. Und von daher finde ich, 73 ist in Ordnung. 72 wäre vielleicht sogar auch noch okay. Ich sehe gerade, er ist sogar ein relatives Talent. Ja, weiter geht's mit dann Axel Sagadou. Und ich finde eher, dass er auch ein Talent ist. Ich hätte mir aber eher vorstellen können, dass die ihn zu Real Madrid verkaufen. Aber ich wollte mich ja eigentlich jetzt kurz fassen hier mit den Ratings und nicht so viel drumrum labern. Um was anderes. 78 finde ich in Ordnung bei ihm. Ich hätte ihm vielleicht auch noch eine 77 gegeben, aber ist ein Innenverteidiger-Talent, finde ich. Unbehauen habe ich nicht spielen sehen, Raschel nicht spielen sehen. Ist gefühlt so wie beim letzten BVB-Video, wo ich die Ratings in FIFA 21 bewertet habe. Tut mir übrigens auch leid, falls ich hier mal 21 sagen sollte, aber es ist natürlich FIFA 22 auf der PS4. Aber es ist so wie damals, da konnte ich auch nur wenige bewerten. Oder nur so die Hälfte, weil ich die anderen nicht habe spielen sehen. Bürki, 80, in Ordnung. Machen wir weiter mit Wolf, habe ich nicht spielen sehen. Marcel Schmelzer war auch mal einer meiner Lieblingsspieler. Und ich mag ihn auch immer noch sehr gern. Und es tut mir so leid für ihn, dass er noch eine 71 hat, ne? Aber irgendwo ist es halt auch verdient. Aber so vor 3-4 Jahren hätte ich auch gesagt, zusammen mit Jonas Hector, der jetzt ja auch schon abgebaut hat, und
Nico Schulz, die jetzt ja alle nicht mehr so gut als Linksverteidiger sind, wären alle drei Weltklasse-Linksverteidiger gewesen, vor allem halt Deutsche. Aber damit haben wir uns jetzt die Ratings angeschaut. Und jetzt geht es ja noch um den Kader und um die E-Mails. Ich speichere einmal kurz. Und ich weiß nicht, ob die zweite Folge hiervon dann heute kommt. Oder morgen. Oder übermorgen. Auf jeden Fall demnächst irgendwann. Aber wahrscheinlich sogar noch heute. Und auf jeden Fall werden wir da mal gucken. Hier jetzt die Jugendakademie. Hier werfe ich auf jeden Fall hier den Andres Carrasco raus. Dann noch hier den Min-Yun Chang. Und noch den Julian Cuesta. Die anderen drei lasse ich mal drin. Die sind jetzt alle nicht so gut. Vor allem der den Ankele geben wir auch noch frei. Die zwei sind jetzt in Ordnung. Ich werde nicht extrem großen Fokus auf die Jugend setzen. Aber schreibt mir in die Kommentare, wo ich den Scout hinschicken soll. Den guten Albert Krämer, der einfach 2x5 Sterne hat. Und ich wollte auch noch einen Scout kaufen, nehmen wir hier den teuersten. Und sag mir auch, wo ich den hinschicken soll. Und wir haben einfach 60 Millionen Euro, das sehe ich jetzt erst. Und ja, jetzt gucken wir uns den Kader an. Nach dieser Folge werde ich einmal Verträge verlängern, weil das möchte ich hier halt nicht im Video drin haben, weil das ist ultra langweilig. Und ja, jetzt wie gesagt zum Kader. Ich habe es 1000 Mal jetzt gesagt. Und wem wir auf die Transferliste setzen wollen. Also auf jeden Fall Luca Unbehauen setzen wir auf die Transferliste. Und ich würde sagen noch Marvin Hitz. Weil man braucht eigentlich nur 2 Torhüter in FIFA. Aber schreibt mir in die Kommentare, wen von den dreien ich verkaufen soll. Kobel und Birki hätte ich am liebsten noch hier, auch weil sie die 2 besten sind. Vor allem wird hauptsächlich auch Kobel spielen, das kann ich euch sagen. Oder wir kaufen einen ganz neuen Keeper. Aber ja, ich würde sagen, wir setzen jetzt Sitz auf die Transferliste noch. Und wir kaufen vielleicht demnächst nochmal einen Keeper. Und hier Linksverteidiger werden wir auch Marcel Schmelzer verkaufen. Es tut mir leid, wie gesagt, ich mag ihn gerne. Aber wir können ihn hier einfach nicht gebrauchen. Dann Innenverteidigung haben wir 5. Wir brauchen eigentlich nur 4. Und Koulibaly und Collins zeigen halt beide großes Potenzial. Und ich würde gerne Koulibaly als 4. Innenverteidiger hier lassen. Von daher würde ich gerne Namdi Collins verleihen. Rechtsverteidigung, da passt alles. Oder nee, Murray verkaufen wir. Oder nee, doch verkaufen wir. Und kaufen dann auch demnächst einen neuen Rechtsverteidiger. Dann zum ZDM. Da möchte ich auch auf jeden Fall Mahmoud Dahoud. Oder nee, doch nicht. also Axel Witzelt, Thomas Delaney, da passt alles. Dann Thorgan Hazard möchte ich zum linken Flügel umtauschen. Denn ich möchte mit Flügelspielern auf jeden Fall spielen. Und ja, der wird jetzt zum linken Flügel. Ich hoffe mal, das dauert nur so 2 Wochen. Denn es dauert 2 Wochen. Perfekt. Und ja, dann machen wir weiter mit Jude Bellingham und den ganzen zentralen Mittelfeldspielern hier. Emre Can wird wahrscheinlich immer spielen im zentralen Mittelfeld. Oder, nee, immer nicht. Aber vielleicht meistens. Bellingham möchte ich auf jeden Fall verleihen. Und Tobias Raschel möchte ich verkaufen. Can und Dahoud sollen hier bleiben. Und dann haben wir hier noch die 3 extrem guten ZOMs. Reus wird wahrscheinlich die ganze Zeit durchspielen. Julian Brandt wird wahrscheinlich auch meistens spielen. Also Brandt, Charm und Dahoud werden wahrscheinlich noch auf dem 2. ZOM bzw. ZM-Platz spielen. Giovanni Reyna möchte ich verleihen. Dann auf dem rechten Flügel. Da möchte ich Paslak und Knauf verkaufen. Denn da möchte ich Daniel Mahlen für hin trainieren. Und ich hoffe mal, dass das auch nicht so lange dauert, denn er hat halt 89 Tempo. Und es ist ein guter rechter Flügel. Dauert nur 2 Wochen, perfekt. Und dann würde ich Steffen Tigges noch zum linken Flügel umtrainieren, damit wir da ein Backup haben für Thorgan Hazard.
Er ist jetzt, obwohl er ist halt nicht so schnell, ne? Wir gucken mal, wie lange es dauert. Linker Flügelspieler. Oh, 157 Wochen. Ne, das lassen wir. Kaufen wir lieber demnächst nochmal einen linken Flügel-Backup. Oder wir wandeln einfach Knauf um. Ja, komm. Dann streichen wir von der Transferliste. Ich verhaspel mich heute die ganze Zeit. Und er wird jetzt zum linken Flügel. Und ich hoffe auch, dass das nicht so lange dauert. Ne, nur 2 Wochen. Ist ja perfekt. Damit sind wir den Kader durchgegangen. Jetzt geht es doch eben um die Trikotnummern. Also Reus kriegt auf jeden Fall die 10. Dann kriegt Haaland die 9. Das ist gut so. Malen soll die 14 bekommen. Denn er soll der Nachfolger werden von Johan Cruyff. Der hatte ja, glaube ich, auch die 14. Dann Kobel die 1. Roman Bürki soll die 2 haben. Weil er halt unsere Nummer 2 ist. Der zweitbeste Keeper. Und ja, dann hier Linksverteidiger. Die 13 passt eigentlich. Hummels soll die 4 bekommen. Und Akanji die 5 eigentlich. Oder ich glaube sogar, dass wir Emre Can eher zum Innenverteidiger umtrainieren. Das würde eigentlich auch gut passen. Und dann kriegt er die 5. Kommt drauf an, wie lange das jetzt dauert. 4 Wochen ist perfekt. Dann müsste er dann, glaube ich, sogar eine 84 haben. Das heißt, er kriegt jetzt, wie gesagt, die 5. Dann gleich im zentralen Mittelfeld. Da soll Axel Witzel die 6 bekommen. Denn als Sechser ist man halt meistens zentrales defensives Mittelfeld. Delaney kann gerne die 18 behalten. Thorgan Hazard dafür soll die 11 bekommen. Denn das ist ja auch so ein bisschen stürmermäßig. Dann die 8 soll Julian Brandt hier bekommen. Oder nee, die Brandt soll die 7 bekommen. Denn Giovanni Reina, den verleihen wir erstmal. Dann bekommt Bellingham wollen wir auch verleihen, stimmt. Und von daher würde ich eigentlich sagen, die Nummern passen auch. Und ich würde auch sagen, das war's erstmal für die heutige Folge. Ich werde gleich Verträge verlängern. Direkt danach die zweite Folge aufnehmen. Und bis dann. Ciao mit V.